Willst du noch lange hier bleiben? Während mein Freund, Entschuldigung, Ex-Freund mit einer anderen rummacht? Sicher. Und wo willst du hin? Nach Hause. Nach Hause? Let's go, Freaker. Ich verstehe nicht ganz. Es ging doch um 2 Stellen und wir sind die letzten beiden, die übrig sind. Wer hat das denn gesagt? Sie haben das gesagt. Was habe ich gesagt? Ja, Sie haben das gesagt. Was habe ich gesagt? Genau, Sie haben das gesagt. Wer hat denn gesagt, dass ich das gesagt habe? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Ja, das passiert. Um Sie mal aufzuklären, also wir laden grundsätzlich immer 2 Bewerber zum Gespräch ein. An dieser Stelle könnten Sie mir erläutern, warum Sie, Herr Schmidt, der bessere Bewerber sind als Herr Schmidt. Ich bin ein ehrlicher und loyaler Kerl. Und ich kann sehr hart arbeiten, wenn ich von einer Sache überzeugt bin. Bis er von einer Sache überzeugt ist, ja, da kann viel Zeit vergehen. Was ist denn jetzt mit dir los? Ist halt wahr. Wie ist halt wahr? Warum wiederholst du eigentlich immer alles? Hast du einen Papagei gefrühstückt oder was? Was ziehst du denn jetzt hier für eine Show ab? Glaubst du, irgendjemand will einen Typen, der seinen eigenen Bruder so untergeht? Na, das sind schon ganz interessante Informationen. Aber man muss sagen, dass das nicht gerade für ihre Teamwork-Qualitäten spricht. Ha. Siehst du? Ja, ich fand halt, dass ich Ihnen sagen müsste, auf wen Sie sich einlassen. Auf wen er sich einlässt? Schon wieder, sehen Sie das? Man muss schon sagen, dass Sie wirklich sehr oft Sachen wiederholen. Ja, aber auch nur, weil ich das alles hier nicht mehr glauben kann. Ja, ihm fehlt halt die Vorstellungskraft. Digga, was schiebst du denn jetzt? Digga, das ist sein wahres Gesicht. Wollen Sie das wirklich in Ihrer Firma haben? Mein wahres Gesicht? Willst du doch nicht auch mal erzählen, warum du bei deinem alten Job rausgeflogen bist? Ignorieren Sie ihn einfach. Ich denke, dass wir beide langsam sehen, dass ich der Richtige bin. Er hat Firmengeheimnisse weitergegeben, um an einen neuen Job zu kommen. Das Problem war nur, dass sein neuer Arbeitgeber der Bruder seines Chefs war. Ist interessant, der Bruder. Bin ich auch. Und was ist mit dir, der immer zu spät kommt, weil er sich abends zu viele Joints reinzieht? Ach so, auf dieser Schiene willst du jetzt weitermachen. Er hat Schulden, weil er zu häufig die Sex-Hotline anruft. Sag mal, was willst du eigentlich, du Oberchiller? Ich habe wenigstens Freunde, Menschen, denen ich wichtig bin. Ich habe auch Freunde. Ja, wen denn? Du hast mich. Ich bin gerade nicht besonders gut, auf dich zu sprechen. Dich? Du hast mich doch immer ausgegrenzt. Weil du ein selbstverliebtes Arschloch bist. Man kann sich deinen Scheiß, ich habe so viel Erfolg gelabere, keine 2 Minuten reinziehen. Ach, fick dich doch. Fick du dich doch. Ich mich? Fick du dich. Nein, fick du dich. Du dich. Du dich. Boah, ich kann mir deine Scheiße echt nicht mehr anhören, weißt du, verpiss dich einfach. Verpiss du dich doch. Ey, stopp jetzt, Mann. Das kann doch nicht sein, dass wir so abgehen wegen einem Job. Ja, du hast recht. Ich glaube, wir sollten da mal einiges klären. Das ist nur ein Job. Nö, das ist nicht nur irgendein Job. Das ist ein sehr guter Job. Und die 80 Bewerbungen, das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer, die ist ja viel höher. Wir haben hier Bewerbungen aus... Halt's Maul! Was ist das denn für eine Art, hier 2 Leute zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen und die dann so gegeneinander auszuspielen, hä? Sie sollten sich was schämen. Komm, wir gehen. Sie Sack.